Schon im Dezember 2016 hat der Verfassungsgerichtshof den Paragraph 92 des Universitätsgesetzes aufgrund von Gleichheitswidrigkeit aufgehoben. Der Paragraph 92 regelt den Erlass der Studienbeiträge für erwerbstätige Studierende. Besonders für die, also für erwerbstätige Studierende, ist das sehr wichtig, weil die es eh schon schwieriger haben als alle anderen und unter extremeren Bedingungen studieren müssen. Schon damals haben wir als GH darauf aufmerksam gemacht, dass etwas getan werden muss. Wir haben auch immer wieder mit dem Ministerium verhandelt, doch leider ist bisher nichts passiert. Das Ministerium möchte diese Regelung auch nicht wieder verbessern, obwohl der Verfassungsgerichtshof das vorhatte. Deshalb haben wir als GH Bundesvertretung auf der letzten Sitzung beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzuberufen, die sich genau mit diesen Paragraphen beschäftigt und dem Ministerium zumindest einen Vorschlag vorlegt. Ziel ist es, dass das Ministerium das dann auch einarbeitet. Wir wollen, dass das Ministerium unseren Vorschlag dann umsetzt, eine Regelung für erwerbstätige Studierende schafft, die fair ist, damit es nicht noch schwieriger wird, als es momentan sowieso gerade ist. Wir setzen uns für euch ein. Politik, die wirkt. Service, das hilft.